Jetzt möchte ich gerne in diesem Video nochmal zeigen ein Öl, das ist Zedernussöl aus Holzpresse von Familie Migré, natürlich direkt aus Teiger gepresst. Das ist sehr wichtig beim Zedernöl, dass die nicht im Städte oder Nüsse irgendwo getragen würden und dann gepresst und dann direkt im Teiger wird gepresst. Und hier ist 95% Zedernussöl und 5% vom Lexia aus Zedernzapfen gepresste Öl. Was ist das? Es ist quasi gutes Öl, welches wir tagtäglich nehmen können. Zum Beispiel 1 bis 3 Teelöffel am Tag von diesem Öl unterstützt auf jeden Fall unser ganzer Organismus füllt mit den ganzen Mineralienstoffen, wie du weißt, Zedernussöl. Gigantische Produkte, es ist die unglaubliche angepasste Produkt an unsere Körper ist. Es ist das einzige Produkt, welches hat so viele Stoffe in sich und so gut ausgeglichen wie Omega-3, Omega-6, Omega-9. Es Vitamin E sehr hoher Anteil. Es ist sehr gut für Bindegewebe, für die gute Haut, aber auch für die Haare, für die Nervensystem. Und wie gesagt, noch ein kleiner Schuss vom Zedernzapfenöl bringt diesem Öl noch mehr Energie, weil im Zapfen so viele Terpene, so viele Informationen. Das ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass der Baum bringt seinen Zapfen erst nach 40 Jahren. Er muss erst reifen, erwachsen werden. Und dann beginnt er einfach Früchte geben. Und in diesem Zapfen sehr viele Informationen. Also ich würde jeden Mensch einfach fragen, was erwartest du vom Leben? Wenn ein Mensch erwartet, nur materielle Dinge zu erfüllen, ist okay. Aber wenn ein Mensch auf Bewusstseinsebene Verantwortung mehr tragen kann und will, dann ist Zedernussöl sehr gut für die Zirbeldrüse. Und viele fragen, ja, wie kann man da arbeiten? Ganz einfach. Kannst du sich vorstellen, Gehirn reinigt sich durch das, dass der Organismus selber entschlackt sich. Und das machen manche Produkte, die aktivieren beispielsweise manche Organe. Und Zedernussöl mit Terpene, Beispiel, die aktiviert Leber. Und Leber produziert über 500 Stoffe, welche einfach fördert die komplette Entgiftung vom Organismus. Egal, was hast du genommen früher, dein Körper kann das ausleiten. Wenn du natürlich jetzt wieder nicht den Schaden anfügst und wenn du Stoffwechselprozess anregst und Leber, Niere, die sind Organe, welche brauchen Unterstützung, welche von alleine heutzutage tun sich schwer, die Menschen einfach essen viel zu viele Sachen, welche nicht mit den natürlichen Sachen zu tun. Natürliche Sachen meine ich Apfel von dem Baum, das ist natürliche Lebensmittel. Alles andere, was gekocht, thermisch verarbeitet, das ist Toxine. Das ist Körper belastet und belastet auf erster Stelle Leber. Leber muss das alles irgendwie verarbeiten, zerlegen und dann für die Verdauungssystem weitergeben, dass die Verdauungssystem damit klarkommt, alles rauszubringen. Ja, also dieses Öl ist genial, weil wenn man beginnt zu arbeiten, weiß man ganz genau, man hat starkes Immunsystem, man hat einfach besseres Hormonalsystem, man hat besseres Bewusstsein, Zirbeldrüse wird sehr, sehr aktiv und Kapillarensysteme, Gefäßsysteme wird stärker, Kreislaufsystem natürlich viel, viel besser. Wieso? Ganz einfach, weil der Körper bekommt Produkt, welches hat mit sich Mineralien, Vitamine und. Es ist kein Heilmittel, es ist gar nichts und ich reklamiere hier nicht. Ich will nur sagen, wenn wir unserem Körper gute Produkte geben, welche in sich alles haben, dann kann der Körper alleine das alles machen und das tut er. Kein einziges Produkt tut es. Der Körper tut es.
durch deine einfach Absicht. Wenn du Beispiel etwas nimmst und weißt ganz genau, das bringt dir etwas Gutes, Heilprozess geschieht in deinem Kopf durch deine bewusste Einnahme von Informationen, durch deine Gedanken. Und alles andere ist fast wie Placebo von Zenit, glaubst mir. Gibt es nichts anderes als Energie. Und deswegen, du musst verstehen, Produkt bringt mit sich Informationen. Und diese Produkte kommen aus Wildwuchs. Die bringen mit sich richtige Informationen. Wenn ich schon Geld ausgebe, dann für Produkte, welche nicht, sag mal, Menschen so richtig erstellt haben, sondern welche Menschen in Kooperation mit Natur einfach abgepackt haben und haben gesagt, das ist für dich. Und Zedernüsse, Zedernussöl, das ist genau das was uns befüllt mit richtigen Informationen, befüllt uns mit richtigen Verbindungen zu uns selbst, zu der Natur. Und darum es geht, dass wir einfach mehr Verantwortung für uns, für die Natur übernehmen. Und dann wirst du sehen, es ist genial. Also ich nehme die Öle schon seit Jahren und ich habe vor 11 Monaten Baby bekommen habe und wie gesagt, mir geht es super toll und ich möchte sagen, wenn jemand zweifelt sich, dass er gesunde Körper bekommen kann in dieser Welt, kann, wenn man richtig einfach handelt. Ich esse übrigens ganz, ganz, ganz wenig, aber gewählte Produkte. So, du kannst jetzt selbst entscheiden, ob das für dich oder nicht für dich, diese Information, was ich gebe. Und wie gesagt, ich empfehle und schlage nichts vor, etwas zu nehmen. Ich erzähle, was ich weiß. Ich möchte nur teilen mein Wissen mit dir. Alles Gute.